Im deutschen Parlament wurde heute gelost, die Bundestagspräsidentin als Glücksfee. Und jetzt hat dieses Land einen sogenannten Bürgerrat. 160 Menschen, bei deren Auswahl neben dem Zufall auch bestimmte Quoten eine Rolle spielten. Der Bürgerrat soll über ganz konkrete Themen diskutieren, dazu Empfehlungen geben, generell die Demokratie bereichern, sagen die einen. Wir haben aber doch bereits einen Bürgerrat, sagen die anderen, der heißt Bundestag. Was ist das also, ein konkreter Weg an Politik teilzuhaben oder die schleichende Entmachtung des Parlaments? Britta Spiekermann berichtet. Kaum sind die Abgeordneten des Deutschen Bundestages in der Sommerpause, geschieht in einem Nebengebäude des Parlaments etwas Eigenartiges. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier im Saal und auch im Livestream zur Bürgerlotterie. Zur Bürgerlotterie des Bürgerrats Ernährung. Bundestagspräsidentin Baas zieht drei Zahlen. Schlusspunkt eines mehrstufigen Auswahlverfahrens nach dem Zufallsprinzip. Diese geloste Zahlenkombination steht für einen Bürgerrat. 160 Deutsche querbeet ausgewählt nach Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Region. Zwei hatten sich besondere Hoffnungen gemacht, dabei zu sein, waren extra angereist. Ich möchte halt darauf hinwirken, dass halt alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit haben, sich gesund, biologisch, ökologisch wertvoll, nachhaltig ernähren können. Auch halt welche mit kleinen Einkommen oder Sozialhilfeempfänger. Ich leite zum Beispiel eine Kita und da war das gerade Thema. Da haben wir mit den Elternbeiräten zusammengesessen und genau überlegt, wie können wir Ernährung im Wandel in Zukunft gestalten. Die Ampelregierung hatte sich in ihr Aufgabenheft geschrieben, Bürgerräte zu bilden, wohl gegen Politikverdrossenheit, wohl gegen dieses die da oben, die da unten. Der Bundestag werde sich mit den Ergebnissen befassen, wird versprochen, mehr nicht. Unsere parlamentarische Demokratie braucht frische Ansätze, um das Vertrauen in die etablierten Institutionen zu stärken. Diese Meinungsvielfalt bereichert die Demokratie und verschafft vor allen Dingen denen eine Stimme, die wir immer so als stille Mehrheit bezeichnen. Bürgerräte seien allerdings kein Nebenparlament. Am Ende entscheide stets der Bundestag. Der ist mit über 700 Abgeordneten ausgestattet, die im besten Fall bestens rückgekoppelt sind mit ihren Wahlkreisen. Scharfer Gegenwind für den Bürgerrat von der Opposition. Abgeordnete vertreten Bürgerinnen und Bürger, und zwar legitimiert durch Wahlen. Das heißt, wir brauchen kein Alibi-Parlament, das durch das Los zusammengewürfelt ist. Wir haben uns immer eingesetzt für mehr Bürgerbeteiligung, aber echte Bürgerbeteiligung beispielsweise durch direkte Volksabstimmung, auch auf Bundesebene, da fehlen sie ja. Bundesweite Bürgerräte gab es bereits, in Hochglanz-Werbespots präsentiert. Die Themen Demokratie, Deutschlands Rolle in der Welt oder das Klima. Offiziell gelobt, aber folgenlos. Jetzt der erste durch das Parlament eingesetzte Bürgerrat. Aber wir brauchen dort mehr Verbindlichkeit. Und das ist natürlich nur an den Symptomen herumdoktern, sondern wir haben, das können wir konstatieren, eine wirkliche Krise der Demokratie. Der Bürgerrat als Impulsgeber in schweren Zeiten oder doch nur ein Feigenblatt? Zur Geschichte gehört auch, ausgerechnet auf sie fällt das Los nicht. Über das Thema Ernährung im Wandel werden andere beraten.